Wenn man einfach keine Lust hat zu lernen, fehlt die richtige Motivation. Die Folge? Man schiebt zu viele Aufgaben vor sich her und die werden dann immer mehr. Ein klarer Fall von Aufschieberitis. Man kann sich nicht aufraffen, die Dinge in Angriff zu nehmen. Doch dagegen kann man etwas tun. Sabine Volkmar ist Psychologin an der Hochschule Coburg und hat tolle Tipps gegen Prokrastination. Um seine Motivation für eine Aufgabe zu ergründen, sollte man sich im ersten Schritt eine wichtige Frage stellen. Generell macht es Sinn, sich überhaupt die Frage zu stellen, warum man studiert. Also man könnte auch ganz plakativ fragen, warum tue ich mir das an, früh aufzustehen, beispielsweise hoch zur Hochschule, den steilen Berg zu laufen oder jetzt in der Corona-Zeit den Rechner anzuschalten und eben die Hochschule online zu besuchen. Bei dieser Frage stellt man dann sehr schnell fest, habe ich eine intrinsische Motivation, also kommt mein Interesse an dem Studiengang auch wirklich aus mir selbst heraus, weil es schon zur Schulzeit mein Interessengebiet war, oder bin ich eher extrinsisch motiviert, weil jemand anderes beispielsweise gesagt hat, dass es doch gut wäre, einen bestimmten Studiengang zu wählen, es aber eigentlich nicht mein eigentliches Interessengebiet ist. Wenn intrinsische Motivation gegeben ist, ist ja alles gut. Dann mache ich mir einfach nochmal bewusst, wofür studiere ich das? Das sind meine langfristigen Ziele. Da könnte die Frage helfen, wo sehe ich mich in 5 oder in 7 Jahren? Also wenn ich so 1, 2 Jahre im Berufsleben stehe nach dem Studium. Wenn ich natürlich feststelle, das ist sehr, sehr extrinsisch motiviert und eigentlich passt das überhaupt nicht zu mir, zu meiner Person, zu meinen Interessengebieten, dann ist es natürlich auch ein Weg, nochmal zu überlegen, bin ich in dem Studiengang richtig oder sollte ich mich nochmal neu orientieren? Nachdem man das geklärt hat, geht es darum, die vielen Aufgaben auf der To-Do-Liste zu sortieren. Mit einer Methode namens Eisenhower-Matrix werden anstehende Aufgaben eingeteilt. Im Prinzip besteht ja die Eisenhower-Matrix aus 4 Feldern. Ja, also es wird immer die Wichtigkeit und die Dringlichkeit entweder als sehr hoch oder als sehr niedrig eingeschätzt. Also zum Beispiel könnte man sagen, die Hausarbeit, die ich nächste Woche abgeben muss, das ist sehr wichtig, ist auch sehr dringlich, weil ich ansonsten eine Fristen-5 bekomme, wenn ich es nicht abgebe. Und das Zeitfenster, was ich zur Verfügung habe, ist eben schon sehr knapp. Das wäre eben in dem Feld sehr wichtig, sehr dringlich und wird als erstes bearbeitet werden. Wohingegen vielleicht der Friseurbesuch zwar auch wichtig ist, aber weniger dringlich und deswegen eben in dieser To-Do-Liste nach hinten rutscht und eben zu einem späteren Zeitpunkt noch gemacht werden kann. Notfalls eben auch erst nach der Abgabe der Hausarbeit. Auf diese Weise wird ganz strukturiert Wichtiges und Unwichtiges sortiert und die Motivation ist wieder da. So macht das Lernen Spaß.